Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Pokémon Trading Card Game. Im letzten Part haben wir hier den Elektromeister ausgefordert und haben die Medaille bekommen. Ich sollte eigentlich das Deck wieder umbauen, aber wir gehen jetzt mal schauen, was der Professor sagt. Ich bin Dr. Mason. Ich habe Informationen über Axels Deck, Meister des Elektroclubs. Sein Deck benutzt Finale als Attacke. Er setzt Finale für den größtmöglichen Schaden ein. Achte auf die Anzahl der Energiekarten bei den verschiedenen Pokémon und auf Finale. Mein Vorschlag ist, setze Kampf-Pokémon wie Traverso oder Rihorn ein. Hier solltest du auf das Zagosto und Knobberdeck der Steinmedaille Maschine setzen. Ich hoffe, du findest in diesem Booster viele Kampf-Pokémon. Ja. Mal schauen. Ja, klingt schon mal nicht so anders. Na wohl, Knorr. Knorr ist okay. Was ist denn da? Ist auch okay. Windhoch noch ein weiteres Mal habe ich. Bin ich auch gespannt. Oder mit ich halt voller. Hast du die Pokémon, die du brauchst, in der Boosterpackung gefunden? Nächstes Level. Dr. Mason. Vielleicht. Nicht ganz. Das Filmbereich wollte ich nochmal meine Energiekarten ansehen. Ja, wir haben viel zu viele vorher Energiekarten. Ich müsste eigentlich noch mal Psycho-Energiekarten für die Psycho-Arena. Hier sollte ich eigentlich genügend haben, damit ich die Steinarena herausfordern könnte. Ja, ich allerdings, was die als zweiten Typ dabei haben. Ja, wir werden es rausfinden. So, werfen wir mal. Karten hier raus. Aus den normalen Pokémon, ich glaube, das ist das, was wir dran haben, passend. Lob auf jeden Fall und Jugend. Muschis können wir jetzt auch wieder aus das reinpacken. Goldini dann nehme ich lieber Sterndu und Starmie. Zuerst einmal Starmie. Ich glaube, wir haben es ja schon zwei verschiedene Aquanas. Hey, haben wir nicht zusammengerufen, das weiß ich nicht. Arctis? Arctis könnte eigentlich auch OP sein gegen die Steinarena, beziehungsweise Kampfarena. Da Flugpokémon davon, die nicht betroffen sind. Ich habe Klavados reinpacken.
Macht man das nicht. Okay, das geht gar nicht. Supert, das ist auch nicht schlecht. Ich hätte für mich auch noch ein paar Pokémon. Vielleicht sollte ich Taubsi noch mit reinpacken. Man ist zwar nicht das stärkste Pokémon, ist allerdings resistent gegen Kampf. Ist sonst noch irgendein Flug-Pokémon? Vielleicht mit Aguran. Könnte ich eigentlich mit dem Züchter packen. Sonst, glaube ich, habe ich keine Flug-Pokémon mehr. Ein Osterzeptus und das wird nicht viel bringen. Ich müsste die Saftkampf an den Deck noch hier rüber packen. Das sonst halt noch mal ganz kurz so rum. Einmal Softpunts mit raus. So, dann könnte ich hier. Was kann ich? Was ich zum besten verwenden könnte. Das Zeck noch. Wieso habe ich das Duftler vergessen zu anpacken? Egal. Jetzt dran. Slimer. Und. Was bin ich noch reinpacken, was nicht viel Energie braucht? Oh mal. Dann passt das Deck auch wieder. Packen wir hier noch Softcorn, machen wir jetzt das Raub hier rein. Moment. Hat fast einen Fehler gemacht. Wo braucht der Pflanzenenergie? Ich muss noch mal ein paar Pokémon rauspacken. Ich pack mal Schlup raus, selbst wenn das so eine gute Verteidigung ist. Ja, okay, 300 Euro brauche ich eigentlich auch nicht. Jetzt lass mal was rauspacken. Mal die Gong macht. Das sollten wir auf jeden Fall genügend Energie haben. Und dann gehen wir zum Steinclub. Aber es ist natürlich auch zuerst umhören. Ich ziehe bald an einen Fernort, aber ich bin nicht traurig. Ich werde neue Freunde finden, die mit mir das Pokémon-Kartenspiel spielen. Ja. Vielleicht. Oh, Entschuldigung, hast du schon gehört? Ishihara, der am Kap im Nordwesten lebt. Er besitzt 10.000 Karten
Vermutlich auch sehr seltene Karten. Nö, das habe ich noch nicht gehört. Aber sollten wir ihn jemals treffen, fragen wir ihn, ob das stimmt. Ich habe verloren. Pascal ist wirklich gut. Eines Tages werde die legendären Pokémon-Karten ihm gehören. Das glaube ich nicht. Ich bin Pascal, ein Mitglied des Steinklubs. Ich habe gerade ein Duell beendet. Ich habe gewonnen, ist ja klar. Die legendären Karten werden mir gehören. Wie sieht's aus? Möchtest du gegen mich antreten? Natürlich. Okay. Wie beim letzten Mal. Wir spielen um 4 Preise. Ist das in Ordnung? Okay, dann los. Muschel hat gar keinen richtigen Angriff. Das ist ein bisschen doof. Mein Topsi wird aus Zünd, von dem her spiele ich Topsi mal aus. Muschel ist auf die Bank und Topsi auf Ostas. Das wird viel aushalten. Und er hat doch noch eine Leax, so. Das hält natürlich auch viel aus. Ist ja gar nicht. Hat doch nichts. Eigentlich eine Schwäche gegen Wasser. Ne, gegen Pflanze. Vielleicht hätte ich mir einen Pflanzen-Pokémon anpacken sollen, statt das Pokémon. Ich will Topsi-Energie. Kann ich wenigstens gleich angreifen? Oder auch nicht, weil es nichts bringt. Was hatte ich Energie? Nee, Energieabsorbe bringt da nicht viel. Wenn Max halt trotzdem das anderes Pokémon da ist. Ist gar nicht mal so schlecht. Wenn wir trotzdem angreifen können. Das wechselt zwar jedes Mal. Das Pokémon. Ist okay. Weil solange nur Pokémon hat, die sich verteidigen können. Ich habe noch einmal das Kernfossil down. Das ist doof. Das ist ein bisschen doof. Okay, ich muss die Leute bei ihm Pokémon tauschen. Suche. Ich habe nichts Gutes bekommen. Ich
Man, ich könnte Bummelf, obwohl das wäre wahrscheinlich sofort tot. Das ist sich sehr doof. Helfen. Tausch, Hyperheiler. Das ist dann eher ein bisschen nütz. Und ich kann es wieder ohne X. Ich hätte auf Luxe geworfen. Das ist ein Zufall. Was mache ich? Ich kann noch mal zahlen. Hilft dir nichts. Hat Schwarz von mir auch gar nicht viel. Auch meine Bank nicht so zu müllen. Ich habe wirklich was kein Glück. Hat jemand eine Schwäche von was? Ich bin mir gar nicht sicher. Nein, das tut ich nicht. Nee, er hat auch Schwäche von Pflanzen. Also ich muss das Deck dann noch mal ändern. Pflanzen. Wusste ich nicht mehr. Es kommt irgendwas, was ich nicht verzeihen kann. OP. Auf dich habe ich gewartet. Ich muss sowieso aufs Voraus spielen. Das kann ich hier gar nichts machen. Ich vielleicht Glück. Es gibt's doch nicht, dass die ganze Menge gleichen Zweige die Pokémon rauskommen. Oder kann er erst wählen? Ich weiß nicht mehr. Hm.
Ich glaube, ich werde einfach mal unsere Lachs erledigen. Zumindest noch einen Plan an. Hätte ich ihn bekommen, was angreifen könnte. Mit ein bisschen mehr als 10 Angriff. Das ist zu doof. Ist ja auch nichts, was ich brauchen kann. Ich kann noch auf Radfahrt wechseln. Kriegt dann Lachs wenigstens 10 Schaden. Ist halt ein bisschen doof. Ich hatte keine Resistenz gegen was. Was Relax gerade wollen, keinen Schaden genommen. Das verstehe ich nicht. So zieht's wirklich zu knobbeln. Ja, was haben wir gegeben? Ich habe nur wieder. Okay. Das stimmt ich jetzt nicht. Jurup brauche ich noch nicht. Na, ja, verschwende ruhig deine ganzen Defender. Geht euch das andere Raub hier? Verstehe ich nicht, wieso ich da ich war mit Tops ja auch mal 10 Schaden gemacht habe. Achso, Tops, sie macht mit 10 Schaden. Das war das Ding. Was ich gar nicht gesehen habe. Okay. Dann haben wir Austausch. Den habe ich gerade nicht gerechnet. Knobbel wird es wahrscheinlich eine Radfahrt zerledigen. Ja. Ich sitze auch nicht zwischen können. Gut, dem war nicht so. Und mal aus, das. Und ist das hier noch die Bank? Ist hier noch Hauptschiff auf die Bank? Hauptjugon. Ich setze mir hier auch noch die Bank. Thank you.
Zwiebeln dann. Das kann wahrscheinlich auch nichts wieder. Ja. Und Härten stört halt ein bisschen. Was könnte schlimmer sein? Sonst ist er fügt sie erstmal einen Chat. Warnkanone ist nicht besonders schnappbar. Weiß ich nicht. Kann helfen, muss nicht helfen. Oder ich mache einfach Fugo. Mit Aurastrahl. Dafür bräuchte ich auch noch ein zweites Wasser Energie. Das ist schwierig. Was ist oder Übung? Ich mache jetzt mal Übung. Dann ist zumindest noch nichts getan. Das ist schlecht. Ja, dann trifft er schon wieder. Wieder Kopf. Ist ein bisschen doof. Ich hoffe jetzt nicht nochmal. Ist das wenn ich sonst sehr doof. Ja, ich spiele noch ein zweites Top sehen. Das ist ich habe so glaube ich halt dumm. Na egal. Gibt's so Fahrzeuge? Natürlich. Ich hatte keine Bass-Pokémon mehr im Deck. Oder? Look zumindest gerade so. Das war nur der Hand hinzugefügt. Verstehe schon. Meine Waffe weiß ich gar nicht aus. Ja, ich spiele einfach weiter auf die Strategie, dass mich nicht angreift und ich ihn nicht. Dann gewinne ich auch durch, dass er dann keine Karten hat. Das fällt mir gerade keine andere Strategie mehr ein. Ich muss gerade einfach auf Energiekarten warten. Jetzt habe ich ein Problem. Ich hoffe, ich habe noch eine Karte. Das ist eine Boost, auch okay. Könnte auch Wirbelwind einsetzen, wenn ich mehr eine Karte hätte.
Okay, Bell kann ich spielen. Es ist dann klar, dass ich da nichts Besonderes rausbekomme. Erzähl, was ich nicht spielen werde, das probier es euch. Jetzt verspricht mir in dem Fall auch nichts. Natürlich sich jetzt Aktus. Was denn auch sonst? Gut, sollte Carpador drauf gehen, kann ich auch das spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Energiekarten im Deck habe. Eigentlich müsste ich. Was wird denn erst zwei Doppelfarben los? Ich noch was Energie. Ach, wir sind so rum. Jetzt habe ich einen Wirbelwind in deinem. Okay, jetzt was könnte anstrengend sein. Wenn er direkt erstmal ein Pokémon erledigt. Das, ich habe es gerade nicht durchgelesen. Ich habe es noch. Ach ja, es wechselt direkt das Pokémon. Wie gesagt, zum Spiel Arctus sollte auch okay sein. Yukon macht 50 Schaden. Das hat um 30 zu viel. Ich habe ein großes Problem. Ich brauche einfach nur Energiekarten. Oder ist es auch vorbei? Ja. Da hat es auch Energie, hat es auch nichts gebracht. Dachte halt nicht, dass er noch so viel Wirbelwind in seinem Deck hat. Ich hab Müll gewonnen. Ich denke, die legendären Karten werden auf jeden Fall nie gehören. Ja, das wird sich noch aufstellen. Allerdings, bevor ich was machen, werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis dann, schön, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht so was wollt, könnt ihr euch gerne Haude lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Trading Card Game wieder. Ciao.